Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. Und ich gucke mich mal ein bisschen um, was hier so abgeht mit den ganzen Bürgern, was deren Probleme sind. Er möchte dringend Beeren. Sonst ist Nahrung gut. Interessant. Also haben sie wohl doch ab und an alternierende, Bedürfnisse. Mhm. Naja, wir müssen mal gucken. Ich habe mir sowas einfallen lassen. Und zwar kann man sich ja die Dorfbewohnerliste ansehen. Und wir haben hier jede Menge Arbeitslose. Und ich kann quasi immer so sagen, hey, zu Hause anzeigen. Und ich würde jetzt gerne mal probieren, ob wir denen dann hier irgendwie was zuweisen können. Also dann halt einfach sagen, hey, du wirst jetzt Bauer und dann gehen die da automatisch zu so einer Farm hin. Das wäre ja jetzt was. So, hier wohnt offensichtlich jemand. Brauchen wir dann auch jemand auf irgendeine Farm? Nein. Gerade nicht. Gott, wir müssen die ganzen Fenster wieder zumachen. Fensterinception. Irgendwas ist gerade passiert, aber ich hab's... Ach so, ein Wohnhaus wird gebaut. Gut, da haben wir jetzt alle Bauern. Haben wir denn alle Müller? Wir haben auch alle Müller. Haben wir alle Bäcker? Wir haben alle Bäcker. Das heißt, im Moment gibt's hier keinen Job für sie. Das bedeutet wiederum, wir lassen sie jetzt erstmal arbeitslos sein. Und dann ziehen wir uns hier später um und dann versuche ich das jetzt hier mal mit einem weiteren Bauernhof irgendwie zu deichseln. Aus diesem simplen Grund werde ich jetzt hier einfach mal sagen, hey, ja, ist ja gut, geh wieder. Und zwar bauen wir noch eine Weizenfarm, schlichtweg, um das einfach mal so zu testen. Ich denke, hier, das könnte eigentlich ganz gut sein. Jetzt können wir uns das Zeug langsam nicht mehr leisten, wenn das so weitergeht. Und ich habe das Gefühl, als wäre ich da das letzte Mal irgendwie schon weiter gewesen. Kann das sein? Habe ich etwa nicht richtig gespeichert? Gott, ich hoffe schon. Ich hoffe es wirklich. Na, wir gucken mal. Ich werde jetzt hier auf alle Fälle gleich mal Priorität raushauen. Dann wird das schon werden. Das ist unsere aktuelle Problematik. Natürlich die Nahrung. Das mit der Kirche wird jetzt besser, nachdem wir noch eine Kirche gebaut haben. Das ist, denke ich, schon mal sehr klug. Welche haben wir eigentlich gebaut? War die hier, ne? Nee, das war nicht die. Wo haben wir denn die andere Kirche noch gebaut? Ach, die haben wir hierhin gebaut. Und das sieht tatsächlich gut aus. Ha! Krasser Scheiß. Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber das sieht gut aus, das läuft also. Dann lassen wir die einfach mal so weiter wuseln. Wie sieht's eigentlich hier aus? Tun die irgendwas? Ne, der muss auf jeden Fall irgendwas tun. Wie sieht's hier aus? Jetzt Zeit zu der letzten Steuereintreibung. 153. 183. Eigentlich haben die doch direkt einen Steuereintreiber nebenan. Es könnte natürlich auch sein, oh Wunder, dass dieses ganze Zeug auch schon wieder irgendwie ein bisschen verbuggt ist. Hm. Ja, in dem Fall müssen wir einfach mal damit leben. So, wie sieht's hier aus? Irgendeiner kommt da hin und wird hier bauen. Na toll. Ja, das ist, ich weiß nicht. Ich habe jetzt einen guten Tipp eigentlich in den Kommentaren gelesen. Und zwar regelmäßig nachgucken, wo die Leute arbeiten, dann Leute wieder entlassen und dann wieder neue Leute anstellen, eben dort, wo die auch wohnen und gebaut werden würde. Es macht durchaus Sinn, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich demnächst mal hier die große Fleißarbeit machen möchte und hier alles durchsehen will. Ist das für euch spannend zu gucken? Ich glaube es ja eher nicht, ne? Aber ich wäre da durchaus dankbar, wenn ihr mir dazu vielleicht mal Feedback geben könntet. Hm. Einen neuen Landstrich. Wie sieht es eigentlich hier aus? Niemand arbeitet. Da wird gearbeitet. Wird denn hier jetzt mittlerweile wenigstens Weizen mal angelegt? Nein. Oh, guck mal. Wir haben hier was frei. Wir haben hier was frei. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen Arbeitslosen. Und dann sagen wir dem Arbeitslosen, dass der Träger wird. Und dann schauen wir mal, ob das automatisch klappt. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.
Also, wir schauen mal hier. Mail 80 irgendwas. Wo ist dein Zuhause? Das ist mir zu weit weg. Du kommst nicht in Frage. Das wiederum ist gut. Jetzt bist du mal Trägerin. So, Jobträger. Jetzt zeig mal deinen Arbeitsplatz an. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist nicht mehr Träger. So ein Mist, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier... Na gut, probieren wir es anders. Das ist gut. Aber war das nicht gerade die von eben? Okay, naja, egal. Wir versuchen es einfach nochmal. Du wirst jetzt Trägerin. So, jetzt Arbeitsplatz anzeigen. Arbeitsplatz anzeigen. Hat jetzt allen Ernstes hier den... Naja gut, damit kann ich noch ansatzweise leben. War jetzt zwar nicht das, wie gewünscht, aber hey. So, zeig mal dein Zuhause an. Das ist zu weit weg. Das geht auch nicht klar. Das geht klar. Du könntest also jetzt Trägerin werden. Mann, Mann, Mann. So. Okay, die hat gerade frei. Ich hoffe einfach mal, dass das hier geklappt hat. Das hat geklappt. Wir haben sie jetzt hier angestellt. Ah, sehr gut. Okay, man scheint damit ein bisschen rumfriemeln zu müssen, aber ne, es ist scheinbar nichts. Aber dann dürft's gehen. So, jetzt müssen wir aber hier auch nochmal die anderen Farmen angucken, denn wir haben jetzt wieder ein paar Leute verloren. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass hier jetzt auch ein paar Leute verschwunden sind, die vorher eigentlich auf der Farm gearbeitet haben. Gut, bislang haben wir Glück. Da ist alles gut. Oh Mann. Hier haben wir aber Leute verloren. Das heißt, wir brauchen jetzt welche aus der Nähe hier oben. Alles klar, wir gehen also wieder unsere Arbeitsliste irgendwie durch. Wo wohnst du? Zu weit weg. Wo wohnst du? Auch zu weit weg. Also die unteren beiden sind schon mal nix. Du bist auch nix. Also du bist schon was, aber nicht geeignet. Das ist super. Seht ihr, damit können wir leben. Du wirst jetzt Bauer. Wo ist denn das? Da ist Bauer. So. Dann sollten wir jetzt aber hier mal nachsehen. Haben wir jetzt zwei Leute drin? Haben wir nicht. Die wird sonst wo Bauer, so wie es aussieht. Naja gut, damit kann ich jetzt auch noch leben. Ich konnte Weizen nicht in der Nähe finden. Sehr merkwürdig das Ganze. Female 1803 ist das. Und die muss hier irgendwo ihren Arbeitsplatz jetzt bekommen haben. Hier, okay. Bei der Weizenfarm. Na, damit kann ich leben. Du wohnst zu weit weg. Wo wohnst du denn? Das ist relativ gut. Was hättest du davon, Bauer zu werden? Mail Nummer 8. Hat scheinbar nicht hier den Arbeitsplatz bekommen. Dauert dann wohl immer noch so seinen Moment. Also irgendwie... Das ist alles etwas sehr merkwürdig. Gut, ich weiß auf alle Fälle zumindest, dass die letzten hier, ne? Die würden hier gerne arbeiten wollen. Also geben wir den mal den Bauern, ne? Das lassen wir mal offen.
Und dann schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist der Arbeitsplatz? Seht ihr, was das Dämliche ist? Es gibt hier wirklich einen Arbeitsplatz ganz in der Nähe. Und stattdessen... Ich werde wahnsinnig. Das ist gut. Jetzt wirst du Bauer. Zeig mir mal deinen Arbeitsplatz an. Jetzt wird sie da hinten Bauer. Jetzt bist du kein Bauer mehr. Jetzt wirst du bitte Bauer. Das würde sie jetzt auch nicht. Warte mal, wir weisen einfach so zu, das hätte sonst keinen Sinn. So, jetzt müssen wir schauen, ob das funktioniert. So, zu Hause anzeigen. Okay, das ist schon mal gut. 5-3 Dings ist gut. Das ist nicht gut. 337 wird wieder arbeitslos gemacht. ...1894. Passt auch. So, dann weisen wir wieder einen Platz zu. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist auch gut. Okay, dann haben wir das jetzt irgendwie geschafft. Hier arbeiten tatsächlich Leute, die auch hier wohnen auf der Insel. Damit sollte das dann irgendwie werden. So, wir müssen jetzt aber gucken, dass wir das Land... Entschuldigung, die Stimme schon wieder. Dass wir das Landwirtschaftsfeld natürlich noch ein bisschen weiter ausmalen. So, ich hoffe, das reicht. Ich will hier nicht schon wieder Unterwasserweizen haben. Das sollte eigentlich reichen. Genau. Ja, das wird schon werden. Und dann schauen wir mal. Vielleicht dreht es dann endlich höher. Also, wir haben zumindest aktuell einen kleinen Puffer an Broten. Das ist schon mal gut. Jetzt beschweren sie sich aktuell schon wieder, dass sie irgendwie Probleme haben mit der Kleidung, was nicht sein kann. Weil wir einen sehr, 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 sehr großen Puffer haben. Das ist noch etwas verwirrend, aber okay. Hier macht daraus Seide. Da ist jetzt aktuell nichts drin. Das heißt, wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass wir hier sogar noch eine zweite Schafsfarm machen. Wobei hier recht viel drin ist. Es wäre vielleicht praktisch, wenn hier irgendwie das Zeug auch abgearbeitet werden würde. Vielleicht sollten wir mal gucken, wo die wohnen. Du wohnst hier, das ist okay. Du wohnst auch hier, das ist auch absolut okay. Getreide. Du wirst es... Das ist ja nicht zu glauben. Es beginnt endlich. Es beginnt. Wir haben das erste Mal wieder Getreide eingelagert. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir behalten das im Auge. Oh Mann. Das ist echt kompliziert. Wie sieht es eigentlich hier mit Fischen aus? Eigentlich relativ gut, aber wieso sammelt hier niemand was? Wieso sammelt hier keiner die Fische ein? Naja, wahrscheinlich haben die auch nur wieder frei. Was mich jetzt wundert, ist, dass die Brote nirgends eingelagert werden, sondern dass die instant direkt schon wieder rausgehen. Naja gut, die hat im Moment jetzt auch keiner abgeholt. Es kann aber halt auch immer sein, dass irgendjemand gerade wieder so einen Auftrag bekommen hat. Es wäre möglich. Ja, wir müssen das, denke ich, ein bisschen im Auge behalten jetzt. Achso, ich wollte ja noch eine Schäferei eigentlich bauen. Dann machen wir das einfach mal, ist ja echt egal. Ich meine, wir haben aktuell die Leute und eine Person werden wir wohl noch finden dafür. Es wurde erwähnt, dass es vielleicht diese Schafe hier demnächst sein könnten, dass sie Unterwasserschafe werden. Oh nein, das war ein ganz dummer Fehler. Sieh, dies hier ist ja der Weg. Wenn wir den wieder zubauen, kriegen wir wieder richtige Probleme. Deshalb dürfen wir das nicht machen. Weizenfarm, Bäckerei, Schäferei, da ist es. Dann bauen wir das irgendwie so ein bisschen hier hin.
Ich denke, das ist okay. Okilidokili. Wie sieht's eigentlich aus? Haben die hier überall schon ihre Fensterchen reingebaut? Da ist ein Fenster drin, da ist ein Fenster drin, da ist auch ein Fenster drin. Sehr gut. Ja, dann haben wir wenigstens mal wieder dafür gesorgt, dass wir ein bisschen weniger... ein bisschen weniger von diesen Werkzeugen haben, weil davon haben wir ja im Moment echt mehr als genug. So, wie sieht's hier aus? Nicht ganz okay. Wie sieht's jetzt hier aus? Mail 8. Du hast hier gewohnt, das ist super. Du hast den richtigen Arbeitsplatz ausgewählt. Ich bin gerade schockiert. Ich bin schockiert, dass es plötzlich so gut geht. Dann müssen wir den nächsten jetzt suchen. Gehen wir wieder unsere berühmte Arbeitslosenliste durch. Achso, das kann man nicht nach Ankunft sortieren. Ich meine nicht nach Ankunft, sondern nach Beruf, oder? Ach, das ist schon die Sortierung nach Beruf. Ich würde gerne nur die Arbeitslosen anzeigen lassen, denn offensichtlich muss man das halt irgendwie so machen. Das Zuhause ist hier, das heißt, du möchtest hier nicht wohnen. Das Zuhause ist auch hier, du möchtest hier also auch nicht wohnen. Du uns auch hier... Ach, nicht wohnen, Quatsch, nicht arbeiten. Das ist auch blöd. Gehen wir mal hier oben lieber durch. 1200, bla bla bla. Du wohnst auch hier. Okay, die wollen mittlerweile offensichtlich alle auf die Insel der Glückseligen. Hier, das ist gut, schau mal. Du wirst jetzt wieder Bauer. Jetzt müssen wir gucken, wo sie dann den Job letztlich bekommt. Noch wissen wir es nicht. Wir sehen ihn auch noch nicht. Und hier ist der Gesandte. Hallo, Gesandter. Dann machen wir das nämlich schnell nochmal währenddessen. Female, Henry. Halt, ich wollte doch euch... Ja, ich wollte das doch ganz kurz... Okay, wir müssen das nochmal wegmachen. So, dann müssen wir doch nochmal ganz kurz pausieren. Und es tut mir leid, dass aktuell so viele Fenster offen sind. Wo war denn nochmal die Aufgabenliste? Menü, Handel, Haushalt, Territorium, Aufgabenliste. Das ist die Zoneneinteilung. Das ist die Hilfe. Wo ist denn die Aufgabenliste hin? Ist das jetzt deren Ernst? Ist die weg? Ist die jetzt... Hä? Die muss verschwunden sein. Okay, uns laufen hier jetzt die Bäcker weg. Ja, das ist ja super klug. Das ist ja echt super klug. Wir lassen das jetzt mal ganz kurz. Ich muss mir das nochmal ansehen, jetzt mit der Aufgabenliste. Wieso bist du nicht erschienen? Dorfbewohnerliste, Arbeitsplatzliste. Das. Zoneneinteilungen. Grenzen des Territoriums anzeigen. Hilfe. War ja nicht mal unten die Aufgabenliste? Das ist die Warnliste. Das ist irgendwas anderes. Das ist das Hinweisfenster. Das ist das Informationsfenster. Wo zum Geier ist die Aufgabenliste hin? Ich glaube, die haben die rausgepatcht, so wie es aussieht. Super klug, echt. Na gut. Dann, ja. Pech im Moment. So wie es aussieht. Und hört doch mal auf zu gehen, bitte. So, wir schauen uns jetzt einfach nochmal die Arbeitslosen an. Du bist kein Bauer, oder? Du bist kein Bauer, du bist gar nichts. Also 1200 blablabla ist jetzt nichts. Mail so und so. Das ist gut, du wirst jetzt Bauer.
So. Wo ist dein Arbeitsplatz? Dein Arbeitsplatz ist hier oben. Das ist okay. Dann haben wir zumindest das schon wieder durchkompliziert. Gott, das ist kompliziert. Dich können wir auch nicht nutzen. Das ist gut. Du wirst jetzt ebenfalls, nee, Bauern brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht, ne? Oder? Brauchen wir noch Bauern? Ich glaube, wir bräuchten jetzt erstmal irgendwie einen Bäcker. Dann sagen wir einfach mal Bäcker. Schauen wir uns den Arbeitsplatz. Sehr gut. Okay, so wird's besser. Das ist zwar echt höllisch aufwendig. Das ist wirklich höllisch aufwendig. Warum, du kannst die ja auch nicht irgendwie durchmarkieren. 5, 8, 3, dann. Dings, dann 19, 19. Das könnte man gerade noch eingehen, dass wir irgendwie das sagen, du bist Bäcker. Es ist zwar ein bisschen suboptimal, aber okay, wir sagen das jetzt einfach mal. Dann solltet ihr da jetzt auch was finden, okay. Im Moment passt es. Wir haben sogar mittlerweile wieder ein bisschen was eingelagert. Das heißt, die kommen im Moment gar nicht hinterher. Und es müsste irgendwie so eine Taste geben mit alle Fenster schließen. Dann müsste man nicht hier jedes Mal aufs Neue klicken. Okay, aber ich glaube, so langsam kriegen wir das hin. Das sollte passen. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier Leute verloren? Nicht wirklich. Wir haben sogar genügend Mehl. Wir haben hier genügend Bäcker, das ist auch gut. Haben wir hier irgendwie die Träger verloren? Nein. Es könnte sogar mal jemand Mehl abholen. Halte weiterhin alles für mich. Das sieht aber irgendwie gut aus. Das heißt, die können das Zeug langsam hier mal ausliefern. Was sind die aktuellen Beschwerden? Nahrung. Nahrung ist Beschwerde Nummer 1. Kleidung passt jetzt wieder. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die das nicht vernünftig verteilt hätten. Aber das kann sein, dass das halt irgendwie immer am Anfang, wenn ich reinlade, irgendwie jetzt zu einem großen Problem wird. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass dann Nahrung und all das irgendwie zu einem größeren Problem wird. Und das Ding ist halt, ich nehme jetzt nicht zwangsweise alles in riesigen Sessions auf, ne? Das ist halt ein gewisses Problem. Was, sonst fehlt ein Steuereintreiber? Das können wir nicht zulassen. Da müssen wir schon jemand einstellen. Okay, da würde ich jetzt mal sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle. Ich glaube, es kriegen wir jetzt langsam hin, aber wir werden die nächsten Folgen wirklich eher mit so Rumpfliemeln verbringen müssen, so wie es aussieht. Leider. Aber wenn uns das Spiel halt einfach nicht hilft, ich meine, was willst du anders machen, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und ciao.